Habt ihr Bock auf Businesses, Leute? Keine Partner, ich bin lieber S ohne Partner statt S mit Partner. Das heißt also, Jogi Löw, wenn du das siehst, bau dir nebenbei ein zweites Standbein auf. An alle Volltrottel, ja? An alle Volltrottel. So Leute, das ist wirklich eine Schande, dass ich hier in Mexiko teilweise, weil es hier nicht regnet, weil die Umwelt einen Schaden hat, ich hier die Blumen gießen muss. Und zwar, ich habe heute einen Businessplan erarbeitet, wenn man seine eigene Gießkannenskalierung aufbauen kann, wie man es hier digitalisieren kann. Denn alles mechanisch machen, physisch, ist absolute Schande. Hier in Mexiko drüben regnet es nicht. Ich muss Blumen gießen, habe dann also gar keine Zeit mehr für weitere Businesses, um 10, 20, 30, 100.000 Euro aufzubauen. Das heißt also, klick hier unten, wenn du ein Gießkannen-Business aufbauen willst. Ja? Es regnet nicht, Umwelt ist nicht top. Von daher, Leute, wir haben einen Partner zusammen mit brutalsten Gießkannen-Leute, wie man sich das aufbauen kann. Franchise funktioniert, klick also unten und hol dir diesen 50-seitigen bis 80-seitigen Businessplan herunter. Zeig es deinem Vater, zeig es den Unternehmern in deiner Nachbarschaft. Habt ihr Bock auf Businesses, Leute? Okay? Und ich würde sagen, ich gehe jetzt an den Strand. Ich gebe meine mehrere Millionen aus mit einem Gießkannen-Business. Habe im Übrigen hier noch von meinem Vater ein Weißbier-Zitrone. Oh, brutal. Ich bin wieder zurück, Leute. Es gibt unglaubliche Businesses. Gleich geht's weiter. Wir sehen uns im Büro dann. Und wenn du über 8 Monate 10, 20, 100.000 oder Millionen Euro mit einem Exit für Equity für Gießkannen machen willst, dann schreib hier drunter und seht all diese Pflanzen hier in Mexiko. Bis dann. Ich werde ja brutal oft gefragt, hey Karl, wieso hast du plötzlich Partner, die so stark fluktuieren? Warum sind die nicht mal loyal, bleiben bei dir, sind deine Schoßhündchen? Und ich möchte speziell hier in diesem Video darauf eingehen, warum aus mehr Marge im Produktbereich, aber Dienstleistungsbereich für Equity etc. auch 10, 20, 30 Millionen Euro werden, unter anderem mit dem 50-seitigen Businessplan. Du bekommst ein kostenloses Beratungsgespräch mit einem mir oder keinem meiner Partner. Das ist ja Punkt Nummer 1. Um 100 Millionen zu machen, brauchst du keine Partner. Das wird wahrscheinlich, ja, wird es mir nicht jeder zustimmen, weil du brauchst ein Team, hey Karl. So, keine Partner, ich bin lieber S ohne Partner statt S mit Partner. Lorenz, der Ojo ist weg. Jules, keine Ahnung, wo der sich rumtreibt. Ich bin jedenfalls hier in Mexiko, Leute. Hab keine Ahnung, was hier für Bücher herumstehen. Brockhaus. Businessplan. Zur aktuellen Situation 1845 bei der Reichseinigung. Brutaler Schrott, braucht kein Mensch. Was du wirklich brauchst, Leute, sind digitalisierte Franchise-Pläne. In Mexiko regnet es nicht, du musst nicht Blumen gießen. Deswegen lad dir den Blumengieß-Skalierungsplan runter. 50 Seiten freien Content. Weiter geht's. Top-Beratung. Du musst halt teilweise immer in der Lage sein, mehrere Unternehmen zu beraten. Deswegen haben wir eine Unternehmensberatung ohne Partner. Produkte. An dieser Stelle kurze Werbung. Skaliersaft kommt sehr bald. Bleibt gespannt, Leute. Und zum Schluss sei nochmal gesagt. Olympia war ein Flop. EM war ein Flop. Das heißt also, Jogi Löw, wenn du das siehst, bau dir nebenbei ein zweites Standbein auf über vernünftige Partner. Lorenz kann auf 10, Jules in eine Dreierkette, mehr Marge, 50 bis 1000 Euro
in der Sekunde für 10 Millionen Euro im Jahr. Das war mein Sound. Ich zeige euch, wie man Fußball spielt, Leute. Auf geht's. So, das ist der 31-jährige Kerl aus Washington am Zell, der so gerne mal in die Nationalmannschaft unter Hansi Flick rein digitalisieren möchte. Mit Glatze und Sonnenbrille und blauen Van Laak-Hemd ist er heute aufgetaucht. Erzählt auch mal gerne von Wörtern wie primär etc. 10.000 Euro oder mehr. Hier ist der Ball, der Edeltechniker. Und kommt gleich zum Abschluss. Kerl, das war schade, aber er muss dann tatsächlich sich doch noch mehr beweisen auch in finanziellen Angelegenheiten. Hier ist er am Lamentieren. Hat ja in der Vergangenheit eine unglaublich skalierbare Ballbehandlung auch gehabt mit der von der Postbank. Und sein Partner Lorenz und Otto sind schon längst rausgeschmissen worden, aber das soll jetzt zur Leistung nicht beitragen. Karl, wie immer selbstbewusst, am Ball schießt, aber nein, da war ihm die Glatze im Weg.